Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und Shoshi da für euch in Shadowlands unterwegs und heute ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute soll es um die Viole der Sande gehen und ich hoffe, ich ziehe die einmal raus und dazu war ich auch schon halbwegs fleißig. Ich habe mir nämlich hier so ein paar Kisten geholt, die heißen restauriertes Artefakt und dazu musst du dementsprechend ein bisschen Archäologie machen, ein bisschen viel Archäologie tatsächlich. Die kriegt man, wenn man jetzt höhere Archäologiestufen abschließt, also hier in Draenor zum Beispiel, wo es ich jetzt gemacht habe, in Legion geht es glaube ich auch, in MOP müsste man die auch kriegen, wenn man einfach ein bisschen Archäologie rumtigert und dann quasi die gecrafteten Sachen dann zu einer Kiste umwandelt. Ich habe mir jetzt 50 Stück zusammengefarmt, das ist auch genau die Zahl, die ich gebraucht habe, um dementsprechend meine Archäologie auf 600, genau da haben wir es, abzugraden, denn man hat hier das Problem, man kann diese Kisten nur umtauschen, wenn man eine gewissen Skill hat. Ihr seht hier, Archäologie 600 braucht man dafür die allermeisten Kisten. Und ich möchte mir jetzt einmal die Kisten der Tolvir holen. Das sind diese hier. Und da gibt es einmal ein Rezept raus. Und zwar schimpft sich das Rezept Viole der Sande. Und das brauche ich für meine Boost Collection noch. Das ist übrigens ein Mount. Das habe ich mir schon irgendwann mal im AH gekauft vor Urzeiten. Und jetzt will ich aber gerne auch das Rezept haben. Und jetzt hoffe ich mal, dass aus meinen 50 Kisten das Ding vielleicht drin ist. Im Optimalfall. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich das hier... Nee, kann ich nur einzeln kaufen. Wir haben aber ein Add-on. Und jetzt muss ich bloß gucken, dass ich nicht verkack. Wo haben wir sie denn? Tolvir. Steht das hier nicht drin, dass es das Richtige ist. Nicht, dass ich es jetzt ab und an verklicke ich mich da. Also wir kaufen jetzt 49 Stück von den Tolvir. Ich hoffe, die kann ich, wenn ich jetzt das Falsche gekauft habe, wieder zurückgeben. Nee, ich habe die Tolvir, das ist richtig. Gut, und okay, Objekt ist beschäftigt. Das ist immer ganz schön mit TSM, ne? Auch wenn man sonst keine Stacks kaufen kann, kann man damit Stacks kaufen. Das Game ist halt anscheinend nicht ganz so das Schnellste. Es lädt so ein bisschen nach, aber es würde schneller gehen, als 50 Mal auf die Kiste drauf zu klicken tatsächlich. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt die Dinger mal auf. Moment, eins fehlt, glaube ich, noch. Da haben wir das letzte. Und schauen wir mal, ob ich das Ding rauskriege. Ehrlich gesagt, ich habe mich jetzt noch nicht informiert, wie low da die Drop-Chance ist, ne? Ob ich da überhaupt eine Chance habe. Ich habe auch schon geguckt, ob ich solche Special-Artefakte noch im AH kaufen kann, ne? Es gibt ja immer bei der Archäologie, warte, ich kann es jetzt mal exemplarisch hier zeigen, so Relikte, die man reinsetzen kann, dann kriegt man quasi noch ein bisschen mehr Fortschritt. Die Geschichte ist, die sind hier auf dem Server im Auktionshaus drin, aber da kostet eins, glaube ich, zwischen 15.000 und 20.000 Gold, also eins von diesen Relikten. Und ja, das ist halt dann doch schon ein bisschen teuer, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, da bin ich ein bisschen zurückgeschreckt vor. Wo sind jetzt die? Ah, da sind die Tolvir. Da gibt es nämlich immer so ein Maximum-Ding. Boah, ich kann halt nicht mal viel herstellen, ne? Oh boy. Ich glaube, das ist nicht mal wirklich gut. So, warte mal. Ich habe zwei Relikte, habe ich gekriegt. Die setzen wir jetzt hier gleich schon mal rein. Jetzt gucken wir mal. Ich kann halt nicht mal viel craften, ne? Oh, war das in dem Ding? Kann das drin sein? Ne, da war es nicht drin. Perfekt. Perfekt. Ich meine, was ist denn das hier für ein Ding? Das ist eine Quest anscheinend, wo habe ich ein... okay, gut. Und mit der Quest kann ich nichts machen. Ich meine, in diesen Vasen war das drin, ne, die man öffnen konnte. Mal gucken, machen wir die anderen noch auf. Also dafür, dass ich 50 Relikte umgewandelt habe, habe ich jetzt nicht mal sonderlich viel Materialien gekriegt. Man kann die Tolvir zwar auch theoretisch direkt in Uldum, so rum, farmen, aber das ist ein bisschen tricky. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das quasi in Draenor zu machen und dann mit den Kisten umzuwandeln. Oh boy, ich sehe das hier ganz, ganz schwarz. Was habe ich jetzt gekriegt? Ein Achievement? Ah, ich habe die ganzen Sachen einmal hergestellt. Ah ja, okay, gut, das Achievement hatte ich natürlich schon. Das sieht jetzt leider schlecht aus. Da wir jetzt keine Relikte mehr haben, oder? Ich gucke nochmal rein, ich habe es mir extra rausgezogen. Nee, hier habe ich irgendwas Seltenes, da brauche ich extrem viel mehr. Gut, ich glaube, das wird noch eine längere Angelegenheit. Ich muss mal gucken, was das für eine Quest ist, aber da habe ich irgendwie die Voraussetzungen für nicht. Suboptimal. Naja, gut, das war schon mal nix. Also werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter farmen dürfen. Gut, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal gefarmt habt und eventuell, wie lange ihr gebraucht habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.